Hallo und herzlich willkommen zur 37. Vorlesung zum Thema Biodiversität. Ja, in der vorigen Vorlesung haben wir angefangen, uns mit den Opossums zu befassen, haben uns die ersten drei Arten der Gattung angeschaut und genau da setzen wir heute an und schauen uns die letzten drei Arten an in Teil 2 der Vorlesung. Das ist zuerst das Südopossum, die Delphis marsupialis, das auch schwarze Opossum oder in der einheimischen Indiosprache Manicou genannt wird und natürlich zur Gattung der Opossums, die Delphis, gehört. Diese kommen in weiten Teilen des Nordens von Südamerika über Mittelamerika bis zum südlichen Bereich Nordamerikas vor. Das sieht man hier auch gut auf der Verbreitungskarte der IUCN. Ihr Fell ist für die Kleidungs- und Handtaschenherstellung begehrt. Sie werden also entsprechend dafür auch gejagt. Aber sie sind nicht gefährdet, daher die IUCN als Least Concern eingestuft. Und ja, offenbar ist das Verbreitungsgebiet wirklich groß genug und die Vermehrung groß genug, dass da keine Gefahr besteht. Zum Körperbau. Die Kopfrumpflänge beträgt 32,5 bis 46,5 cm. Bei einer Schwanzlänge von 33,5 bis 46,5. Wir erinnern uns, alle Vertreter der Gattung haben einen etwa genauso langen Schwanz wie die Kopfrumpflänge, was ja auch ein Abgrenzungsmerkmal zu anderen Gattungen war. Drittens, die Männchen haben eine andere Schädelform als die Weibchen und sind größer. Das ist ein sogenannter Geschlechtsdimorphismus, hatten wir in der vorigen Vorlesung auch schon gehabt. Die Unterwolle des Rückenfells ist hellgelb, das Deckfell ist grau bis schwarz. Das Bauchfell ist ähnlich gefärbt, jedoch leicht heller und manchmal mit orangener Färbung. Der Kopf ist grau-gelb, manchmal mit einer dunklen Augenmaske, welche sich von der Nase bis zu den Ohren erstreckt. Und der für Opossums markante dunkle Stirnstreifen ist meist noch schwach ausgeprägt. Wenn man sich die anderen Arten anschaut, erkennt man auch hier gut am Bild, dass der hier eher so ein bisschen verwaschen wirkt, während bei den anderen deutlicher und dicker ist. Das Fell an den Wangen ist gelblich bis orange, die Pfoten sind schwarz, die Unterwolle des Rückenfells ist hellgelb, das Deckfell ist grau bis schwarz und aufgrund der schmalen, schwarzen Ohren wird es halt auch Schwarzohropossum genannt. Ein Unterschied zum ähnlich aussehenden Großohropossum, die Delphis aurita, besteht in der Behaarung des Greifschwanzes. Zwar ist dieser beim Südopossum auch nur an der Basis behaart, aber deutlich geringer. Zudem ist die Schwanzbehaarung beim Großohropossum mindestens zu 50% schwarz, während diese beim Südopossum maximal 50% schwarz ist. Der nackte Teil des Schwanzes ist schwarz, wobei die Schwanzspitze weiß ist. Es kann ein Gewicht bis zu 2,4 Kilogramm erreichen, bei einem Höchstalter von schätzungsweise etwa ca. 2,5 Jahren. Und einer Körperlänge von gesamt 0,93 cm, das ist natürlich inklusive Schwanzlänge. Zur Lebensweise. Südopossums sind nachtaktive Einzelgänger, die hauptsächlich von 21 bis 3 Uhr aktiv sind. Den Tag verbringen sie in Nestern, die sie in Baum- oder Erdhöhlen bauen. Und diese werden aus Blättern gebaut, die in den Futterpfoten oder im Beutel transportiert werden. Sie sind sowohl Baum- als auch bodenbewohnt und können aufgrund der Klauen und des Greifschwanzes gut klettern, haben ja eigentlich alle in der Gattung. Die Territorien der Weibchen können bis 33 Hektar umfassen, jene der Männchen werden sogar bis 165 Hektar groß, sind also fünfmal so groß wie jene der Weibchen. Als nächtliche Jäger jagen sie nachts auf den Boden und können dabei eine Strecke bis zu 1,4 Kilometern zurücklegen. Die Populationsdichte kann bei optimalen Verhältnissen bis zu 250 Individuen pro Quadratkilometer betragen, was relativ viel für Opossums ist. Und die Südopossums sind, wie eigentlich fast alle Vertreter, Allesfresser. Sie fressen verschiedenste Früchte und auch andere Pflanzenteile. Es wird daher vermutet, dass sie eine wichtige Rolle zur Verbreitung der Pflanzensamen haben. Zu ihrer fleischigen Beute zählen Würmer, Insekten, Frösche, kleine Schlangen, Reptilien, kleine Nager, Vögel, Eier, Fledermäuse, Ratten, Vieraugenbeutelratten und Hauskatzen, also eine ganze Menge. Auch Aas und Nektar wird ab und an verzehrt. Und eventuell gehören auch Grubenottern, Crotalinae, Klapperschlangen, Crotalus, Buschmeister, Lachesis
und afroamerikanische Lanzenottern Bofdrops zu ihrer Beute, da sie gegen deren Gift immun sind. Zumindest wird das halt vermutet. Zur Fortpflanzung. Die Weibchen werfen ein bis drei Mal im Jahr, wobei ein Wurf 2 bis 14 Jungtiere umfasst. Das Gewicht eines Neugeborenen beträgt 0,13 Gramm, ist also super leicht. Und mit 75 bis 80 Tagen verlassen sie erstmalig den Beutel. Ab da bleiben sie noch 8 bis 15 Tage im Nest und nach insgesamt 3 bis 4 Monaten verlassen die Jungtiere dann das Muttertier. Weibchen werden mit 6, Männchen mit 8 Monaten geschlechtsreif. Damit sind wir beim Guyana-Opossum, die Delphis imperfecta, angelangt, welches natürlich auch zur Gattung der Opossums, die Delphis, zählt. Und ihren Namen haben sie halt daher erhalten, da sie vermehrt in den drei Guayanas, also Suriname, Guayana und Französisch-Guayana, vorkommen. Sie sind aber auch in Venezuela südlich des Orinoco sowie im Norden der brasilianischen Bundesstaaten Amapá und Roraima anzutreffen. Die UCN stuft die Art als Least Concern, also als nicht gefährdet, ein. Zum Körperbau. Die Kopfrumpflänge beträgt 31,7 bis 39 cm. Die Schwanzlänge beträgt 30 bis 41 cm. Die Männchen haben eine andere Schädelform als die Weibchen, haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gehört. Die Unterwolle des Rückenfells ist weißlich-gelb, das Deckfell ist weiß, an den Spitzen jedoch grau bis schwarz. Das Bauchfell ist grau-weiß. Die Fellfarbe von Kinn bis zur Brust ist gelblich. Der Kopf ist weiß, gelb oder grau, kann also recht vielfältig aussehen. Aber markant ist halt der Stirnstreifen, der immer schwarz ist und in der Regel hier auch gut ausgeprägt erscheint. Die Augenmaske erstreckt sich von den Ohren bis fast zur Nase hinab, ist jedoch meist nicht sonderlich stark ausgebildet. Im Englischen wird es auch Guyana White-Eared Opossum, also Guyanas Weißohr-Opossum genannt, da die großen Ohren an der Basis schwarz, jedoch die Spitzen auffällig weiß sind, was ein gutes Unterscheidungsmerkmal darstellt. Also diese Ohren kommen so halt nicht bei anderen Opossums vor und sind daher gut zu erkennen. Alle Beine mitsamt der Füßen sind schwarz. Der Schwanz ist schwarz und verfügt über eine gelblich-weiße Spitze. Und das erste Schwanzdrittel ist behaart. Das Maximalgewicht beträgt 1,2 Kilogramm, das Höchstalter 2,5 Jahre und die maximale Gesamtlänge 80 cm. Zur Lebensweise und Fortpflanzung lässt sich sagen, dass man darüber eigentlich gar nicht viel sagen kann, denn vom Südopossum ist darüber relativ wenig bekannt, weil noch nicht gut beobachtet. Man weiß, dass sie in Wäldern leben und sowohl Baum als auch Boden bewohnt sind. Man hat halt Tiere sowohl im Boden als auch Baumfallen gefunden. Und Weibchen können wahrscheinlich mehrere Würfe über das ganze Jahr verteilt haben. Das wird halt vermutet, weil es bei anderen Vertretern halt auch so ist. Ein Wurf umfasst dabei 1 bis 9 Jungtiere. Und damit sind wir beim Nordopossum, die Delphis virginiana, angelangt. Und das wird halt auch nordamerikanisches Opossum genannt, da es halt weder in Süd- noch in Mittelamerika vorkommt. Es zählt natürlich auch zur Gattung der Opossums, die Delphis. Und wie schon gesagt, sind sie weit verbreitet in der südlichen Hälfte Nordamerikas und ja, nicht wie die anderen auch in Mittel- und Südamerika. Es handelt sich um einzelne lebende Tiere, sogenannte solitär lebende Tiere oder Solitaristen, welche unter verschiedensten Bedingungen leben können. Das ist dann der Fachbegriff Opportunisten. Die UCN stuft die Art als Least Concern nicht gefährdet ein, da sie weit verbreitet ist. Kann man auf der Karte auch gut erkennen. Ist ein großes Verbreitungsgebiet, viel größer als Deutschland. Ja, zum Körperbau lässt sich sagen, dass das weiße Gesichtsfeld besonders auffällig ist. Von dem hat das Tier auch seinen Originalnamen Opossum, was in der Sprache der indigenen algonkinischen Wapatemwa weißes Tier bedeutet, wegen dem Gesichtsfeld halt. Die Kopfrumpflänge beträgt 33 bis 55 cm, ist also einer der größten Vertretungen der Gattung. Die Schwanzlänge beträgt 25 bis 54 cm. Bis auf den Kopf ist das Fell grau und der Kreisschwanz ist komplett haarlos. Der Daumen der Hinterbeine ist klauenlos und nach hinten gedreht, sodass er als Greifdaumen zum Klettern und Greifen fungiert. Weibliche Nordopossums verfügen über 13 Brustwarzen. Und die Zahnformel lautet
5i1c3p4m und unten 4i1c3p4m. Obwohl Notopossums in etwa so groß wie Waschbären werden, weist ihr Gehirn nur ca. 20% jenes eines Waschbären auf, ist also extrem viel kleiner. Sie werden bis zu 2,8 Kilogramm schwer, erreichen ein Alter von maximal 2 Jahren und eine Körperlänge von 1,05 Metern. Das ist natürlich wieder inklusive Schwanz gerechnet. Zur Lebensweise. Notopossums sind solitäre, nachtaktive Tiere, welche sich an vielen Lebensräumen angepasst haben, hatten wir vorhin schon die Opportunisten. So haben sie sich auch als Kulturfolger etabliert, also an das Leben mit und unter Menschen angepasst und kommen auch in urbanen Gegenden vor, wo sie sich hauptsächlich von organischen Abfällen ernähren. Eine Ausbreitung in den Norden von Nordamerika erfolgt nicht, da die Tiere nicht an tiefe Temperaturen und starken Schneefall angepasst sind und so in den Wintern in kalten Regionen vermehrt sterben. Werden die Tiere bedroht, versuchen sie in erster Linie zu fliehen. In zweiter Instanz, wenn der Angreifer bezwingbar erscheint oder eine Flucht nicht möglich ist, wird der Notopossum, um bedroht zu wirken, seine Zähne zeigen, mit den Kiefern schnappen, zischen, sappern und sein Fell zu Berge stellen, um größer zu wirken, versucht also halt bedrohlich auszusehen. Wirkt auch das nicht, stellt es sich tot, wobei es die Zunge aus dem Mund hängen lässt und die Herzfrequenz sowie die Atmung verlangsamt. Auch kann aus dem Anus eine grüne, verfault stinkende Flüssigkeit abgesondert werden, die nach Verwesung riecht. In diesem Zustand kann das Notopossum mehrere Stunden verharren und so halt wirklich viele Angreifer täuschen, dass es tot ist, und die meisten Tiere sind halt keine Aasfresser und damit können sie diese wirklich dann abwehren und täuschen. Sie selbst sind Allesfresser und fressen neben menschlichen Abfällen ein breites Spektrum pflanzlicher Nahrung sowie tierische Nahrung wie kleine Wirbellose, Aas, Eier, Fische, Amphibien, Reptilien, Vögel, kleine Säugtiere und andere kleine Tiere. Sie können auch als Nüsslinge betrachtet werden, da jedes Individuum pro Saison bis zu 5000 Zecken frisst und somit deren Ausbreitung samt ihrer Krankheitserreger verringert. Hier aber ein großes Aber. Eine Studie des Carey Institute hatte diese Angaben gemacht, die wird jedoch angezweifelt, da man im Mageninhalt von untersuchten Vertretern bisher keine Zecken gefunden hat und sich natürlich dann die Frage stellt, wie kann das denn sein, dass sie haufenweise Zecken fressen, aber im Magen man nie welche findet. Also man weiß hier nicht, was die Wahrheit ist. Zur Fortpflanzung. Die Brutzeit beträgt Dezember bis Oktober. Und die Weibchen werfen in dieser Zeit halt ein bis dreimal. Die Männchen umwerben die weiblichen Tiere, indem sie Klickgeräusche mit ihrem Maul machen. Der Brunstzyklus, der bei uns Menschen halt Menstruationszyklus genannt wird, des Weibchens beträgt 28 Tage und hält 36 Stunden an. Und nach einer Tragzeit von 11 bis 13 Tagen bringt das Weibchen bis zu 20 Jungtiere zur Welt, von denen auch nur die 13 stärksten gesäugt werden können, da nur 13 Zitzen vorhanden sind. Die Mortalitätsrate, also die Sterberate, ist bei Notopossums mit 90% für Säugetiere extrem hoch. Also Säugetiere sind ja, ich sag mal, so konzipiert in Anführungszeichen, dass sie zwar wenige Nachkommen haben, sich aber stark um diese kümmern und deswegen die meisten überleben. Bei uns Menschen ist es halt natürlich extrem, ehe Neugeborenes wirklich lebensfähig ist, und ich rede jetzt nicht von sozial, sondern von biologisch lebensfähig, dauert das mehrere Jahre. Und erfordert halt extremst viel Energie von den Elterntieren, ist hier auch ähnlich. Und hier in dem Fall überlebt nur 1 von 10 und erreicht das geschlechtsreife Erwachsenenalter, was natürlich wirklich sehr, sehr krass ist, wenn man halt überlegt, dass 13 Stärksten gesäugt werden und also sozusagen mathematisch nur 1,3 überleben, dann ist das eine sehr, sehr geringe Sache, wenn sich zwei paaren und nur 1,3 rauskommen. Muss man halt sich natürlich mehrmals paaren, damit die Population gleich bleibt. Die ersten 2 Monate bleiben die Jungtiere dauerhaft im Beutel an den Zitzen und sie verbringen ab da noch ca. 15 weitere Tage im Beutel, ehe sie diesen dann verlassen und von ihrer Mutter auf den Rücken getragen werden. Auf den Rücken erlernen sie von der Mutter diverse Überlebensfähigkeiten, ehe sie nach weiteren 2 bis 3 Monaten das Muttertier komplett verlassen. Und was noch ganz nett zu wissen ist, Notopossums sind resistent gegen viele Schlangengifte.
und sie weisen eine hohe Resistenz gegen Tollwut auf. Man könnte also ja davon ausgehen, dass man sie auch als Heilmittel oder als Studienobjekt zur Erforschung eines Heilmittels von Tollwut nehmen könnte, was auch für Menschen heute noch eine recht gefährliche Krankheit ist, die unbehandelt halt fast immer zum Tod führt. Und daher ist das ganz spannend zu wissen, warum das Notopossum denn eigentlich so eine hohe Resistenz hat. Vielleicht kann man daraus medizinisch nützliche Ergebnisse für den Menschen erzielen. So, damit sind wir aber auch am Ende der Vorlesung angelangt und haben die Gattung der Opossums damit auch abgeschlossen. Nächstes Mal machen wir mit den weiteren Gattungen weiter und bis dahin sage ich danke für eure Aufmerksamkeit. Über ein Like würde ich mich freuen. Nette Kommentare lese ich natürlich auch gerne. Abo nicht vergessen, falls ihr nicht schon habt. Und damit sage ich, macht's nicht gut, macht's besser. Bis zum nächsten Mal und tschüss.